Heute geht es um Darmbakterien. Wissenschaftler berichten in der Zeitschrift Nature Neuroscience über eine neue Erkenntnis. Darmbakterien haben einen großen Einfluss auf das Immunsystem des Gehirns. Wie jetzt? Das Gehirn hat ein Immunsystem? Ja, und zwar sorgen Mikrogliazellen, das sind quasi Fresszellen des Gehirns, dafür, dass das Gehirn auf Trab bleibt. Und was hat das jetzt mit meinem Darm zu tun? Die Wissenschaftler konnten an Mäusen zeigen, dass ein intaktes Immunsystem des Gehirns von einer gesunden bakteriellen Darmflora abhängt. Mäuse aus einer komplett sterilen Umgebung, also keimfreie Mäuse, hatten eine wenig ausgereiftere Mikroglia, die kaum auf Entzündungsreize im Hirn reagierten. Das fiel auch auf, als nicht sterilen Mäusen Antibiotika gegeben wurden und im Anschluss die Mikrogliazellen ebenfalls weniger agierten als vorher. Oh, bin ich jetzt eine Maus? Weiß ich nicht. Das sagte jetzt Patrick. Ja, bevor das Video einmal anfängt, wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken fürs Wiedereinschalten und immer wieder einschalten, mal liken, teilen und so weiter. Und vor allen Dingen auch für die Leute, die natürlich auch Vitasomal unterstützen, unser liposomalen Supplements und unsere Tees mittlerweile. Balkon-Pflegeprodukte, Mahlzeitenersatzprodukte, Müsli-Riegel und so weiter und so fort. Einfach mal Danke sagen. Und ich finde es wirklich traurig, wenn man in der Videobeschreibung dann immer hört, oh, Werbung und so weiter, hey, ohne das, ohne unsere Produkte, immer die Leute, die unsere Produkte einfach unterstützen, wäre das alles jetzt hier nicht da, diese kostenlosen Informationen einfach für euch, ja. Dann wäre ich jetzt immer noch in der Psychiatrie am Arbeiten und hätte keine Zeit für nichts, ja. Von daher wollte ich an die Leute, die es wirklich unterstützen, uns und unseren Kanal nochmal Danke sagen, unsere Produkte vor allem unterstützen. Danke, danke, danke. So, jetzt aber, wie sieht es hier aus mit aktuellen Studien eigentlich, bezüglich auch Menschen, ja. Und zwar habe ich hier eine sehr interessante Pilotstudie gefunden. Und zwar 44 Teilnehmer plus Placebo dann dementsprechend zeigte, dass durch Gabe von Probiotika nicht nur Depressionen zurückgingen, sondern auch ganze Hirnregionen, gemessen unterm MRT, ja, Magnetresonanztherapie, das limbische System, das heißt die limbische Region, das heißt die Region, die für Emotionen zuständig ist, deutlich anders stimuliert wurde. Und damit deutlich weniger Stimulation zeigte auf negative Emotionen, sehen wir zum Beispiel hier in Bildern. Auch in einer anderen kleinen angelegten Studie konnte der gleiche veränderte Effekt durch Probiotika, hier rot, ja, festgestellt werden auf der emotionalen Region des Gehirns. Interessant zu sehen, dass anscheinend Probiotika einen Einfluss haben aufs Verhalten. Doch haben, wie die Studien gezeigt haben, mehrere Menschenstudien, keinen Einfluss auf das Mikrobiom. Das heißt auf den Darmflora, sondern nur auf das kollektive Mikrobiom. Wie geht das? Die aktuelle Forschung geht von neuroendokrinen Wirkungen aus, das heißt die Abgabe von Nervenhormonen, Mechanismen in die Blutbahn. Diese Kommunikation wird durch mehrere mikrobielle angelegte Moleküle vermittelt zur kurzkettigen Fettsäuren. Und um die geht es jetzt. Diese interagieren dann erst mit den endokrinen Zellen, das heißt die, die dann dementsprechend die Nervenhormone aussenden an das Gehirn und dieses beeinflussen, indem sie dann dementsprechend auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Also ganz kurz, es gibt kurzkettige Fettsäuren, es gibt Gallensäure und es gibt Tryptophan-Derivate, die alle erstmal vom Darm eine Wirkung haben, die aber später alle das Gehirn beeinflussen. Diese interagieren mit den Neurodrüsen, welche das Hirn beeinflussen. Zu Punkt 1. Jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, ja, und wieso ich mich vegan ernähre, weil diese Ernährung nun mal die meisten Ballaststoffe unter anderem enthält, ja. Teilweise finde ich es wirklich fürchterlich, wie viele Menschen eine karnivore Diät verherrlichen, wo nur tierische Produkte verzehrt werden und damit wirklich Gesundheiten ruinieren. Die kurzen entstehenden Fettsäuren sind der wichtigste Faktor in Sachen Signalweiterleitung an das Gehirn. Diese Moleküle werden durch mikrobielle Fermentation von ernährungsresistenten Stärken und Nichtstärkenpolysacchariden des Wirts erzeugt und spielen eine wichtige Rolle bei der Energieernte des Wirts, während sie gleichzeitig die Durchblutung des Dickdarms, die Flüssigkeits- und Elektrolytaufnahme sowie die Schleimhautproliferation stimulieren. Die Aufnahme von Ballaststoffen ist ein Hauptregulator dieser Fettsäurenkonzentration. In Fällen, in denen die Wirtsdiät wenig fermentierbare Fasern enthält, das heißt wenig pflanzliche Produkte, ernährt sich das Mikrobiom von Schleimglykanen und verwendet alternative, wenig
energetisch günstige Quellen, was zu einer verringerten Fermentationsaktivität dieser Fettsäuren dann dementsprechend, dieser kurzkettigen Fettsäuren führt. Und das ist kein Hokuspokus. Schauen wir uns mal eine Studie an, die ganz klar zeigt, dass eine moderate Kohlenhydratmenge im Vergleich zu einer Low Carb, das heißt null, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate-Gruppe, 100 gegen 73% kürzere Fettsäuren im Stuhl enthielt. Das heißt 25% weniger, wenn du deine Kohlenhydrate reduzierst. Das Schlimmste daran ist, nach 4 Wochen führten eiweißreiche Diäten mit Gewichtsverlusten zu einer signifikanten Abnahme der krebsschützenden Metabolite im Stuhl und erhöhten Konzentrationen von gefährlichen Metaboliten. Die langfristige Einhaltung solcher Diäten kann das Risiko einer Darmerkrankung erhöhen. Jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung. Also das Wichtigste, was Sie verstehen müsst, ist, dass die entstehenden Fettsäuren der wichtigste Faktor in Sachen Signalweiterleitung an das Hirn sind. Ausreichend Ballaststoffe sind daher relevant, damit die Fettsäuren nicht auf andere Quellen ausweichen. Kommen wir nun zu Punkt 2. Damit Gallensäure gebildet werden kann, braucht die Leber Cholesterin, welches der Körper natürlich selbst herstellt. Ja? Das heißt, wichtig ist auch eine bestimmte moderate Fettmenge definitiv zu sich zu führen. Denn genug Gallensäure ist wichtig, damit der Pharmanosit-Rezeptor, ja, denn der Pharmanosit-Rezeptor aktiviert ja, durch die Gallensäure, welche die Produktion von Fibroblasten Wachstumsfaktoren anregt und die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Damit wird eine Region im Hypothalamus, das heißt eine Region im Gehirn, welche zu einer verbesserten Energiestoffwechsel und Glukosestoffwechselung kommt. Denn auch andere Studien zeigen, dass die Sekretion von Gallensäure den Fibroblastenwachstumsfaktor bei diabetischen Tieren zum Beispiel zu erheblichen Verbesserungen führte bei diesem. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass durch eine kohlenhydratreiche Kost der Wachstumsfaktor, welcher den Energiestoffwechsel im Hirn stimuliert und am meisten durch Kohlenhydrate getriggert werden. Also pflanzliche Produkte, denn tierische Produkte enthalten sehr, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Des Weiteren, Tryptophan ist ebenfalls Einfluss. Jetzt wird man sagen, ja, natürlich ist eine Aminosäure ganz klar, sie haben die tierischen Produkte hier ihre Nase vorne. Nein, falsch, denn Linsen und Bohnen, gerade auch die Sojabohne, hat hier ganz klar die Nase vorne. Schade, dass die Lupine nicht dabei ist, die hätte wahrscheinlich allen den Po versohlt. Wer am meisten von den Signalwegen der Darmbakterien und dessen positiven Effekte auf unseren Habitus profitieren möchte, fährt am besten mit einer pflanzlichen Kost, denn Pflanzen enthalten genug Tryptophan, haben Ballaststoffe, welche die Nahrung für unsere Darmbakterien darstellt und enthalten Bitterstoffe, welche die Gallensäureproduktion erheblich stimulieren. Hier wäre zum Beispiel der Beifuß zu nennen, habe ebenfalls ein Video dazu gemacht, der hat auch noch andere krasse Eigenschaften mit über 450.000 Aufrufen. Wichtig bei Punkt 2. Nicht nur, dass Pflanzen ausreichend Ballaststoffe bieten, um die Kooperation mit Darm und Hirn zu verbessern, sie enthalten sogar noch mehr Bitterstoffe als Fleischprodukte, die die Gallensäureproduktion stimulieren. Sie besitzen sogar mehr Aminosäuren als Fleischprodukte, wie wir gesehen haben. Die Probiotika, die man einnimmt, haben halt nur einen temporären Effekt. Daher ist es wichtig, ihnen die richtigen Bedingungen zu geben. Zum Beispiel, indem man halt genug Ballaststoffe einnimmt. Sonst bleiben sie nicht. Wenn das Restaurant nichts zu essen hat, dann gehen die Gäste wieder. Das ist die Message von mir. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit wir wirklich informiert werden, wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine Liposomal-Supplements. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir sehen uns auf vitasomal.de. Bis dahin, ciao.